zu wem du betest, an wen du glaubst. Ob du in die Tora, den Koran oder die Bibel schaust. Erschaffe Frieden in deinem Herzen und deinem Wesen. Gute Menschen sollten wir sein, egal zu wem wir beten. Dein Reich komme, dein Wille. Hi Gott, wahrscheinlich bist du schon genervt von mir. Ich habe mich nicht krank gefühlt. Und dann plötzlich zu hören, dass ich eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs und eben HPV habe, das war irgendwie beängstigend. Statistisch gesehen kennen wir also alle jemanden, der oder die sexuellen Missbrauch erlebt hat. Ich kann nicht der einzige Mensch sein, dem sowas passiert. Wenn wir alle drüber reden und sagen, das ist ein Problem, dann kann sich auch was verändern. Und das darf man nicht sagen. Ich würde immer fragen, warum sagst du das? Wir haben ein Recht auf Normalität und das wird uns immer wieder genommen. Antisemitismus geht uns also alle etwas an, als gesamte Gesellschaft. Wann bist du denn hierher geflüchtet? So. Wow! Hab ich auch schon gehabt. No way! Ist Mark Zuckerberg ein Reptiloid? Das sind dann Fake News und das ist ganz schlecht, wenn diese Fake News die öffentliche Meinung beeinflussen. Hört bitte auf, alles direkt zu glauben. Sage und schreibe 10% der globalen Treibhausausschüttung kommt aus der Modeindustrie. Ich war ein Paradebeispiel eben für den klassischen Fashion-Konsumenten. Ich habe gekauft und gekauft und gekauft. Warum ist Slow Fashion nicht nur was für Ökos? Der Überkonsum geht auch unserem Planeten an den Kragen. Während ihr diese Story schaut, stirbt vielleicht eine Art auf diesem Planeten für immer aus. Total absurd! Folgt auf Social Media Leuten aus anderen Kulturen und seht die Welt durch deren Augen und dann versteht ihr vielleicht auch besser, wie es denen geht. Das ist alles